Mondd el egy európai polgárnak, hogy mi zajlik most itt körülöttetek. Ja. Es ist gar nicht so einfach, diese ganze Situation. Ich will nicht über die Politik im Ganzen sprechen. Einfach deshalb nicht, weil dazu viel mehr Zeit, viel mehr analytische Kraft und so weiter nötig wäre, was ich jetzt im Augenblick vielleicht auch nicht besitze. Aber so viel Zeit habe ich sowieso nicht. Ich möchte einfach darüber sprechen, was dieser Angriff gegen die sogenannten liberalen Philosophen ist. Wie sieht das dies aus und was ist die Absicht dieser Angriff, der formell in einer Zeitung Magyar Nemzet, Ungarische Nation, Zustände oder initiiert wurde, aber aller Wahrscheinlichkeit nach formell von einer Zeitung initiiert wurde, aber ich kann nicht leugnen, dass ich eindeutig überzeugt bin, dass die Initiative von oben gekommen war. Die Attacke geht, oder der Angriff geht formell gegen fünf Forschungsprojekte, die unterschiedliche Philosophengruppen von einer Organisation gekriegt haben. Die fünf Projekte haben miteinander nicht sehr viel zu tun und wenn die Zeitung jetzt den Schein zustande bringen möchte, dass es eine Philosophengruppe wäre, dann ist das total falsch, das ist keine Gruppe. Wir kennen einander, wir leben in einem kleinen Land und wir haben nicht so viele Philosophen, dass wir einander nicht kennen würden. So fünf unterschiedliche Forschungsprojekte und Angriff geht in die Richtung, ja, wir haben große Gelder gekriegt und was haben wir mit diesen Geldern gemacht? Das haben wir in unsere Tasche gesteckt. Das ist eine absurde Verleumdung. Wir können dokumentieren, wie viel Interessantes in unserer Meinung interessantes Zustande gekommen ist in den unterschiedlichen Projekten, wie viele Bücher geschrieben worden sind, wie viele Konferenzmaterialien herausgegeben worden sind, wie viele Übersetzungen von der ausländischen Philosophie gedruckt worden sind und so weiter und so fort. Wir haben das Geld nicht in unsere Tasche gesteckt. Ich als Leiter eines Projektes habe Geld gekriegt, aber das war Projekt schon von Anfang an einkalkuliert. Warum wollen Sie uns... Ich
sage ruhig das Wort, vernichten. Sie wollen uns vernichten, weil Sie als die Initiatoren einer neuen autokratischen Herrschaft, die Sie Demokratie nennen wollen, eine andere Art Demokratie hat, glaube ich, Viktor Orban gesagt. Demokratien sind sehr unterschiedlich und ich bin einverstanden mit ihm. Aber es gibt bestimmte Vorstellungen über die Demokratie, die ich nicht akzeptieren kann. Ich will nicht leugnen, dass sie gewählt worden sind, dass das Volk sie gewählt hat. Und in dem Sinne ist das eine Demokratie, aber eine autokratische Herrschaft, die keine Opposition hat, die sich nicht kritisieren lässt und politisch nicht kritisieren. Deshalb ist es sehr wichtig für Sie, das neue Mediengesetz. Und gründlich philosophisch, theoretisch nicht kritisieren. Deshalb ist es für Sie wichtig, dass diese kritischen Philosophen, wir sind kritische Philosophen, wir sind keine Positivisten, dass diese kritische Philosophie zum Schweigen verurteilt wird. Deshalb ist das für Sie wichtig. Sie haben recht, wir sind kritisch. Wir sind keine Ideologen, aber über bestimmte Ideologen können unsere Meinung sagen. Und das wollen sie vermeiden. So, das Problem ist, dass die innere Opposition total zerfallen ist, kann innerhalb des Landes niemand auf diese Machtgruppe einen Druck ausüben. Und deshalb sage ich, dass die einzige Möglichkeit, uns zu retten, wäre, dass Leute vom Ausland, die eine andere Art Auffassung von der Demokratie haben, die Orbán-Regierung dazu zwingen, uns einen bestimmten Bewegungsraum zu geben. Ja, so viel. Dankeschön. Köszönöm szépen.